Und damit herzlich willkommen hier zu Ori and the Blind Forest. Oh, das Spiel ist einfach so schön. Ich muss es einfach immer wieder sagen. Ich feiere Ori so sehr. Und wir sind immer noch hier im Tal des Windes. Wie heißt das Tal des Windes? Ich weiß gar nicht, wo wir uns genau gerade befinden. Eieieiei, das ist natürlich... Das ist natürlich richtig mies hier gerade. Eieieiei. Boah, das wird immer enger. Aber wir haben sie. Die Schlüsselplatten. Nein, da müssen wir nicht runter. Wir müssen da wieder hin, da wieder hin. Hier ist auch schwer durchzukommen. Aber wir haben es. Puh. Okay, mit so ein bisschen Übung geht's dann irgendwann. Oben kommen wir noch nicht weiter lang. Das heißt, wir müssen hier lang. Ach du Scheiße. War ja klar. Scheiße. Okay, nochmal. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Vor allem stellt euch mal vor... Aua. Stellt euch mal vor, hier wäre nicht der Wind, der uns Auftrieb verleiht. Dann hätten wir ein großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. So, hier oben ist doch bestimmt wieder irgendwas. Wir können ja jetzt auch zum Glück dreimal springen. Und hier mal speichern. Boah, das war knapp. Ey, Ori macht so einen Spaß. Ich komme davon nicht los. Ich habe innerhalb von 2 Tagen alle Ports, die ihr gesehen habt, bis hierher aufgenommen. Innerhalb von 2 Tagen. Das ist unglaublich. Hatte lange nicht mehr so... Halt, ich muss mal meinen Timer neu einstellen. So. Hatte lange nicht mehr so viel Spaß, wollte ich sagen. Und dann fange ich an mit dem blöden Timer einstellen. Fängt ja schon sehr gut an. So. Ich will mich erstmal um das Stachelschwein oben kümmern. Oh Gott. Eieiei. Komm schon, weg mit dir. So. Haben wir das. Ich speichere hier nochmal. Und dann geht's ab nach unten. Uiuiui. Oh nein, Mist. Verdammt. Halt, wieder nach unten. So. Haben wir das auch schon mal? Ah, und jetzt kommt sicherlich wieder ein neuer Geist zum Vorschein. Dieser Geist ist ein weiteres Opfer für Niebe. Nirsch, die Kuh in die Lüfte, sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Ah, Nie. Auch deine Kraft absorbieren wir gerne, denn sie wird uns weiterbringen und natürlich helfen. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du L gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist. Drücke dann A, um besonders hoch in die Luft zu springen. Ah, so oder was? Ach du Scheiße, das ist mit meiner Tastenbelegung ja sowas von überhaupt nicht möglich. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das fängt ja schon mal wieder super gut an hier. Also das ist mit meiner Tastenbelegung ja echt kacke. Und das Dumme daran ist, ich kann ja die Tastenbelegung nicht umstellen. Wodurch mir das sehr schwer fallen wird. Ach du Kacke. Aua. Ah. Ey, was ist denn los mit mir?
kann ich das nicht noch irgendwie umstellen? Das ist natürlich richtig bitter. Das Schlimme ist, ich muss das auch drücken und dann so. Ich kann das auch nicht loslassen, sondern ich muss das gleichzeitig drücken. Ach du Kacke. Ah, ich habe vielleicht eine Taktik, wie es funktionieren könnte. Oh Gott, zum Glück haben wir jetzt diesen dreifachen Sprung. Sonst hätten wir ganz schön das Problem. Das konnte ich mir schon fast denken, dass hier eine Fähigkeitenzelle ist. So, hier möchte ich auch mal speichern. So. So, jetzt hier wieder den tollen Supersprung. Ah, Mist. Ich meine, man kriegt es irgendwie auf die Reihe, ja, aber es ist schwer. Oh, der springt freiwillig. Okay, soll mir recht sein. So, pass auf, ich speichere hier nochmal. Zum Glück können wir jetzt dreimal springen, ey. Das macht die ganze Sache wesentlich einfacher. Oh nein! Oh Mann! So. Kurzzeitig mal nichts sagen. Und nun? Wie soll ich denn da hochkommen? Ah, verstehe. Ich verstehe es zwar, aber... Au, was ist denn jetzt hier los? So. Das habe ich schon mal. Oh Gott. So, jetzt reicht's mir. Jetzt muss ich die Spinne hier noch erledigen. Weil die mir sonst echt auf den Sack geht. So, pass mal auf, Spinnilein. Problem ist die... Ah, verdammt. Jetzt hätte ich mich fast noch selbst getötet. Zum Glück kann ich hier speichern. Puh. Abgesichert. Okay, habe ich auch eine Errungenschaft bekommen. Ah, verdammt, ich hätte die Spinne am Leben lassen sollen. Aber wir kommen durch. Ist schon mal sehr beachtlich und gut. Ach du Scheiße, wie mache ich denn das? Okay, wie ich das machen soll, keine Ahnung. Aua. Oh Mann. Eieiei, ich glaube, ich muss jetzt doch dann da unten lang, oder? Weil sonst wird's echt haarig. Oder stachelig. Trifft's besser. Aua. Was machst du denn, Uri? Ja,
Genau. Ori ist ein tolles Kind. Oh Gott. Ist schon schwer, bis hierher zu kommen. Problem ist, es lädt sich auch nicht komplett auf. Ne, also da habe ich echt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Irgendwie muss es gehen. Theoretisch müssten wir weiterkommen. Ich habe aber nicht genug Zeit, es komplett aufzuladen. Das ist das nächste Problem. Nee, das geht nicht. Kann ich in der Luft? Ich kann in der Luft das auch aufladen, okay. Ich kann das in der Luft auch aufladen. Aua. Das bringt aber auch nichts. Boah, krass, okay. Ich glaube, ich versuch's von der anderen Seite. Ansonsten fällt mir nämlich jetzt echt nichts ein. Das ist für mich... Aua. Ding der Unmöglichkeit, irgendwie jetzt gerade. Aua. Oh Gott, ich komme nicht mal zurück. Die starren Nerven. Aua. Natürlich. Musste ja so kommen. Wir können schon dreimal springen und trotzdem sterben wir. Geht's da noch nach oben? Nee, da geht's nur nach unten und da möchte ich auch hin. Und deshalb ist das auch gut so. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ori, du bist manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ist schon okay. Aua, aua. Aua. So. Na gut. Puh, das war knapp. So, hier mal speichern. Oh Gott. Der bleibt immer hängen. Dadurch, dass auch auf der Taste das Festhalten zum Klettern ist, bleibt der immer hängen. Nein! Hm, toll. Oh Gott. So, da zurück. Alles klar, dann sind wir wieder hier. So. Boah, ich hoffe, dass mit dem Supersprung wird nicht allzu viel benötigt werden, weil das ist echt richtig mies. Ich glaube, da muss ich den letzten Rest dann mit Tastatur oder so spielen. Weil das wird sonst echt richtig in... Aua. Oh Gott, Ori. Ja, ich stelle mich manchmal so dumm an. Manchmal klappt... Ja, so viel dazu. Ich sollte nie wieder sagen, es klappt manchmal ganz gut. Manchmal ist es echt so. Manchmal klappt es richtig gut und manchmal... Als ob man die erste halbe Stunde total konzentriert ist und alles klappt richtig super. Und dann gibt es gleichzeitig wieder so
Okay, wie mache ich das? Hä? Ich muss da weiter. Oh, das ist für mich echt nicht, das ist für mich nicht zu realisieren dort oben. Der springt aber nicht. Ist echt so, dass der nicht springt. Wenn ich in der Luft bin, springt er nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich... Oh Gott. Na dann, Prost Mahlzeit. Dann nochmal zurück. Und mal schauen, ob ich es nicht doch noch irgendwie hin... Aua. Ob ich es nicht irgendwie noch hinkriege. So, die Dinger bringen mir ja Leben, das ist ganz gut. Manchmal zumindest. So. Toll. Tolle Wurst. Hier speichern. Dann wieder mit dem Supersprung nach... Oh Gott, zum Glück kann ich dreimal springen. Das hat ja jetzt ganz gut geklappt mal. Tschüss. Hihi. Gut, wir müssen das hier schaffen. Fragt mich aber nicht, wie... Fragt mich bitte nicht, wie... Oh, scheiße. Das habe ich vergessen. Oh Gott. Toll. Ich bin ein Held. So, jetzt bin ich hier schon mal. Jetzt speichere ich nochmal hier. Vielleicht gibt's doch noch eine Möglichkeit. Ich bin gerade am Überlegen, was ich hier mache. So, warte mal. Schießt er bis hierher? Nee, nee. Ich dachte, vielleicht das ist noch die Möglichkeit. Das geht so nicht. Oh, das war schon mein dritter Sprung. Mann. Toll. Ich muss den Sprung aber auch aufladen, sonst... Ich bin so ein Held. So, jetzt reicht's aber. Speichern. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal kurz nachdenken und überlegen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Vielleicht probiere ich es auch offscreen mal irgendwie. Weil wir brauchen ja hier nicht ewig rumirren, wenn es nicht klappt. Ich probiere es offscreen sicherlich und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.